Leute, ein herzliches Willkommen, der Kalle für euch am Mikrofon hier auf dem Konsolengrill-Kanal mit einem neuen Game. Kam jetzt vergangenen Freitag raus auf Steam, Depraved, ein Städtesimulationsgame mit Wirtschaftsaspekten im Wilden Westen, so würde ich es mal umschreiben. Man ist Siedler im Wilden Westen und baut sich seine eigene Stadt auf, und das Game ist im Early Access, ist von Evil Byte, unten rechts seht ihr es, ist es entwickelt worden. Ist ein nettes kleines Game und macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Deswegen möchte ich euch das hier auf dem Kanal auch mal kurz vorstellen. Das soll jetzt kein Let's Play werden, sondern vielmehr so eine Art angezockt. Mal reingucken ins Game. Und wenn ihr da gerne mehr sehen möchtet, dann könnt ihr das zum einen unten in die Kommentare schreiben, zum anderen auch gerne mal bei uns oder bei mir im Livestream vorbeischauen. Links findet ihr unten in der Videobeschreibung, da wird das nämlich aktuell auch gedaddelt. Gut, wir steigen ein, also das Game ist schon auf Deutsch, ihr könnt hier entsprechend eure Einstellung vornehmen. Ich möchte noch kurz dazu erwähnen, dass das Game aktuell noch sehr auf die Grafikkarte geht. Also ich habe gemerkt, wenn man ziemlich weit raus zoomt, dann hat man da doch extreme FPS-Einbrüche. Warum auch immer. Ton habe ich alles schon eingestellt. Ich hoffe, es ist tonlich auch okay. Im Gameplay German, Autospeicherung alle 15 Minuten bei Angriff pausieren. Die Wolken deaktivieren, das seht ihr dann jetzt in-game. Gibt es Wolken, die kann man an- und ausschalten. Ich lasse an, ist eigentlich eine nette Sache. Und dann hatten wir hier noch die Eingabe. Das Übliche halt. Gut, ich würde sagen, wir starten mal ein neues Spiel, um euch das zu zeigen. Ich mache mal eine generierte Zufallskarte, einfach irgendeine, um euch das Ganze zu zeigen, und dann gehen wir rein ins Spiel. Ihr seht auch hier unten dieser Revolver als Ladebildschirm. Also das Game ist wirklich sehr, sehr schön gemacht, ist aber wie gesagt ein Early Access Titel auf Steam aktuell, kostet 20 Euro. Und viele YouTube-Kollegen haben das Game schon früher gezockt, also zocken es schon seit gut 2 Wochen. Ich gehe davon aus, der Entwickler hat entsprechende Keys rausgegeben, ich habe es mir aber hier ganz normal gekauft, also ist keine Werbung für das Game. Ich werde dafür nicht bezahlt, ich kriege dafür kein Geld, dass ich es hier zeige. Muss man ja mittlerweile in der heutigen Zeit immer darauf hinweisen, so schade wie es ist. Also, gucken wir mal rein ins Game. Mir persönlich macht sehr viel Spaß. Es ist so ein bisschen, viele werden sagen, es ist so ein bisschen wie Banished. Ich weiß nicht, ob man es jetzt so extrem vergleichen kann. Hat sicherlich selber Aspekte, es ist halt ein Aufbauspiel. Und jetzt ist die Musik ziemlich laut, habe ich das Gefühl. Und jetzt wird's leise. Gut. Also, wir gehen mal auf Pause. Ihr seht's. So sieht das Game hier aus. Das ist unser kleiner Siedlerwagen, mit dem wir da momentan durch die Lande streifen. Und, Entschuldigung, wie schon erwähnt, je weiter ich rauszoome, kann es immer zwischendrin mal vorkommen, dass es dann anfängt zu hakeln. Das ist ein bisschen schade. Denke aber, das wird durch irgendeinen Patch sicherlich noch behoben. Ihr seht schon, wir haben hier Gebirge, wo man dann eine Mine bauen kann. Wir haben Wald, wir haben Wasser. Wir haben so Steppenlandschaften mit Stein. Alles Sachen, die man halt eben so in einem Aufbauspiel braucht. Wir haben hier Bisons, Büffel. Es gibt allerdings auch Bären oder Wölfe, die einen dann angreifen und so weiter. Aber so tief will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, wenn ihr Bock habt, da mehr zu sehen oder vielleicht auch sogar sagt, macht doch mal ein Let's Play drüber, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann bin ich da gerne bereit, was zu machen. Ansonsten bleibt es beim Angezockt und wird im Livestream, vor allem bei mir im Livestream, gezockt fleißig. Und da könnt ihr gerne mal reinklickern. Gut, also, ich würde sagen, wir lassen uns hier mal irgendwo. Wasser, Fluss ist jetzt nicht ganz so wichtig, weil wir auch auf andere Art und Weise an Wasser kommen. Von daher würde ich jetzt sogar eventuell mal hier. Ach, gucke, können wir hier machen. Kupfer gibt es hier, das ist doch ganz nice. Dann haben wir hier auch ordentlich Wald und hier haben wir eine Kohlemine. Ja, perfekt. Dann fahren wir doch mal hier hin. Mit unserem Wagen. Hier oben kann man übrigens beschleunigen. Ich erkläre mal ganz kurz das Menü noch. Hier oben hat man natürlich die Materialien. Dann gibt es 3 Kategorien. Es gibt Pioniere, das sind wir am Anfang. Dann gibt es Siedler, wenn man entsprechende Sachen gebaut hat, die eben dazu benötigt werden, um zum Siedler aufzusteigen. Und dann am Ende hat man noch die Kaufleute. Ob dann auch was dazukommt, weiß ich nicht. Aufgrund des Early Access Titels. Hier unten haben wir unser Anfangsvermögen. Hier haben wir dann eine kleine Bilanz.
Und ich würde sagen, wir stellen hier mal unser. Ihr seht den blauen Kreis, das ist jetzt erstmal dieser Umfang, wo wir dann innerhalb bauen können. Das Ganze kann sich dann auch, lässt sich dann auch erweitern in Stile von City Skylines, dass man sich da Gebiete dazu holt. Aber um euch das hier mal zu zeigen, würde ich sagen, wir bauen hier das Ganze mal hin. Dann bauen die quasi das Rathaus oder den Saloon. Hier seht ihr dann schon, es kommen dann neue Gebäude hierzu. Hier ist das Baumenü. Hier hat man die Stadtübersicht mit Bilanzen und allem drum und dran. Hier hat man dann Transportrouten, denn man kann auch handeln im Game selber. Die Karte wird hier angezeigt. Einwohnerstufen, hier seht ihr es nochmal, was ich vorhin erklärt habe. Die Bedürfnisse, wenn man die dann erfüllt hat, steigt man dann halt einfach in den Einwohnerstufen. Eigentlich auch selbsterklärend. Und hier haben wir die Einstellungen. Da kommen wir wieder zurück zum Anfangsbildschirm. Gut. So viel dazu. Und hier sieht man jetzt schon, wie die Jungs hier rumwuseln. Was mir sehr gut gefällt in dem Game, sind so die einzelnen Animationen der Gebäude und der Leute. Also das ist schon sehr, sehr schön gemacht. Ich habe allerdings auch die Grafikstufe ziemlich nach unten gedreht, weil, wie gesagt, mir das im Livestream extrem ruckelt sonst. Man kann es in alle erdenklichen Richtungen drehen. Hier haben wir anscheinend einen Indianerfriedhof erwischt. Keine Ahnung. So, und dann bauen wir als nächstes mal einen Holzfäller. Der ist eigentlich immens wichtig. Den würde ich gerne hier hinstellen. Vielleicht so ein bisschen schräg. Mit Linksklick baut man. Mit T lässt sich das Ganze drehen. Wenn man auf langsam stellt, dreht sich es auch entsprechend langsam. Dreht man es schneller, dreht sich es schneller. Also da muss man ein bisschen drauf achten, weil meiner Meinung nach, ja, kann man nur in eine Richtung drehen. Also ich habe noch nicht rausgefunden, wie man eventuell auch in die andere Richtung wieder drehen kann. Dreht sich also nur rechts rum für den Anfang. So, das Sägewerk setzen wir mal hier hin. Und da kommen die Jungs jetzt schon, packen hier das Holz, die Baumaterialien hin und ziehen dann entsprechend hoch. Also im Prinzip ist es einfach ein kleines, ja, Aufbau-Strategiespiel, was sehr, sehr viel Spaß macht, was eben im Wilden Westen angesiedelt ist. Und man bekommt dann auch gewisse Helden, die man anwerben kann, die dann hier Patrouille laufen. Man muss aufpassen, dass die Leute zufrieden sind, weil sonst eine Meuterei ausbricht. Die stecken einem dann ja, die Gebäude an, weil sie unzufrieden sind. Dann gibt es auch Banditen, auf die man aufpassen muss. Und man muss halt einfach auch ein bisschen wirtschaften, gucken, dass man hier immer schön im Plus bleibt. Kann mittlerweile auch viele Gebäude bauen. Und je weiter wir halt Fortschritte machen, desto mehr können wir am Ende auch bauen. Ihr seht es hier brauchen wir 12 Pioniere für, hier brauchen wir 14 Pioniere. Die Anzahl der Pioniere seht ihr hier, 8 Stück, die sind auch alle noch obdachlos, weil wir noch keine Hütten gebaut haben. Die kriegen wir auch erst freigeschaltet, nachdem der Holzfäller und das Sägewerk gebaut ist. Also so ist das ganze Game an sich aufgebaut. Macht sehr, sehr viel Spaß. Und ist so ein schön für gechilltes Zocken doch durchaus geeignet. Also ich finde, dafür, dass es ein Early Access Titel ist, ist der schon sehr, sehr weit ausgereift. Es kommen da immer noch Updates hinzu. Und nicht nur Performance-Verbesserungen. Ich weiß nicht, ob der Entwickler jetzt noch verschiedene andere Gebäude zum Beispiel ins Game mit einfließen lässt, dass man dann zukünftig noch mehr bauen kann. Man kann mehrere Städte bauen auch. Man kann dann später, wenn ich hier draufklicke, so einen Planwagen kaufen für entsprechendes Geld, kann dann zum Beispiel noch nach hier hinten auf der Karte gehen und kann hier eine zweite Stadt errichten. Also das ist alles möglich in dem Game, aber ich denke, am Anfang hat man ja noch mit zu tun mit einer Stadt. Da ist genug zu tun, um die ganze halt entsprechend aufzubauen und die Leute zufriedenzustellen und so weiter. Als nächstes müssen wir dann einen Jäger bauen. Eine Brücke können wir schon bauen. Ich beschleunige das immer gern so auf die zweite Stufe, weil dann geht es ja auch ein bisschen vorwärts. Und was mir auch sehr gefällt, ist der Soundtrack. Das ist ein sehr, sehr schöner Soundtrack, der bis jetzt auch noch nicht nervt. Mal gespannt, wann das der Fall sein wird, weil es ist ja oft so in Games,
dass dann der Soundtrack irgendwie irgendwann anfängt zu nerven. Ja, was können wir noch machen? Wir können hier Handel betreiben. Es kommt hier immer mal mit geraumer Zeit. Kommt hier so ein Planwagen. Jetzt sehen wir gerade keinen. Ihr seht auch, wie das hier noch so, weiß nicht, ob ihr das in der Aufnahme seht, wie das dann so ruckelt, wenn man hier extrem weit rausgeht. Das ist ein bisschen schade. Ich hoffe da, dass da demnächst noch ein Patch kommt, der das Ganze fixt. Dass man da nicht so extreme Performance-Einbrüche hat. Ist gerade im Livestream ist das sehr aufgefallen, dass da dann die FPS auf einmal tierisch in den Keller gehen. So. Wir müssen noch warten, bis das Sägewerk gebaut ist. Dann können wir die ersten Hütten bauen. Ja, und nochmal auf den Handel zurückzukommen. Also es fährt hier regelmäßig ein Planwagen vorbei. Und dann können wir hier zum Beispiel handeln. Wir können verkaufen, wir können kaufen. Gibt es dann auch verschiedene Sachen hier. Brot, wenn man es noch nicht selbst herstellt, kann man es zum Beispiel hier rüber erwerben. Und das Ganze natürlich auch anders. Hat man irgendwie ja, irgendwas im Überfluss, dann kann man das Ganze natürlich auch hier verkaufen, gewinnbringend. Also es hat auch so ein bisschen Wirtschaftssimulation-Aspekte mit drin. So, da bauen sie fleißig. Da ist er, dieser Planwagen, den ich erwähnt hatte. Das ist der Händler. Der kommt in regelmäßigen Abständen hier vorbei und kauft und verkauft dann eben die Waren. So, hier fängt der Holzfäller schon an, ordentlich zu bearbeiten. Man kann den einzelnen Leuten auch seinen Arbeitsbereich hinzufügen. Also dieser gelbe Kreis bedeutet dann, er soll in diesem Bereich hier, baut er Bäume ab. Und das Spiel meldet sich dann, sobald dieser Bereich abgeholzt ist. Wie das jetzt mit dem Aufforsten zum Beispiel aussieht, das weiß ich noch gar nicht. Ob das dann automatisch wieder nachwächst oder ob man dann irgendwann auch einen Förster bauen kann. Weiß ich noch nicht. Fakt ist, jetzt haben wir das gebaut. Sägewerk, da muss noch, fehlt noch was. Und zwar zweimal Metallteile. Da kommen sie, da werden sie gebracht, die Metallteile. Die Hilfsarbeiter hier stehen noch so ein bisschen rum. Man kann den Leuten dann entsprechend auch Waffen geben, dass man die Stadt verteidigt gegen Banditen. Man wird erpresst teilweise, man soll Schutzgeld bezahlen, macht man das nicht, kommen dann irgendwann die Banditen, greifen einen an und man muss natürlich gucken, dass man das Ganze verteidigt. Also es ist sehr schön gemacht und mir gefällt halt eben dieses Western-Setting. Bin da eh so ein Freund von solchen Games. Freue mich auch tierisch auf Red Dead Redemption 2, jetzt im Herbst, was rauskommt. Von daher kann ich jedem, der so ein bisschen auf Bausimulation steht und auch mit so ein paar wirtschaftlichen Aspekten dazu, kann ich Depraved jedem empfehlen. Wie gesagt, gibt es für 20 Euro bei Steam. Ist am vergangenen Freitag erschienen und mit diesem Video wollte ich euch einen kleinen Einblick ins Game geben. Wenn ihr Bock drauf habt, ich erwähne es nochmal, dass hier vielleicht ein bisschen mehr auf dem Kanal über Depraved kommt, schreibt es gerne in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da hier auf dem Video, dann sieht man das ja natürlich auch. Und ansonsten könnt ihr gerne mal bei mir im Livestream vorbeigucken, twitch.tv/derKalle84. Da zocken wir jetzt Depraved regelmäßig auch. Guckt aber gerne auch mal beim Konsolengrill-Livestream vorbei oder bei Dennis auf der Treffdecke. Links findet ihr ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Lasst da ein Follow da und da daddeln wir ja auch immer zusammen. Ihr wisst ja, der Konsolengrill ist so eine Community, die schon seit Jahren besteht und wir gehören quasi alle dazu. In Ordnung, liebe Leute, das soll es hier schon gewesen sein zu diesem ersten Angezockt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alles Weitere werden wir ja dann sehen, wie euch das Video gefällt. Und dann darf ich mich bedanken fürs Dabeisein und wünsche euch was. Bis dahin, euer Kalle. Ciao, ciao.